Und damit willkommen wieder zurück, Leute. Ist es nicht wunderschön? Guck mal, wir haben anscheinend doch noch eine Quest freigeschaltet. Fotlands Fähnchen im Wind. Okay. Na dann ist das ja umso besser, dass ich sowieso kämpfen wollte jetzt erstmal. Gut, wir haben eine Wachstumsphase, das ist natürlich etwas unschön, aber... Gut, kann man jetzt auch nicht viel ändern dran. Wir haben tatsächlich auch noch neue Unterstützungsgespräche, Leute. Wir können noch mal mit Ash und mit Annette reden, das finde ich super. Wir wollen aber als allererstes mal herausfinden, wie es ja noch aussieht mit ein paar Klassen genau. Wir persönlich sollten langsam aber sicher mal den Deathblow noch bekommen. Das wäre wunderschön, um unser Set zu perfektionieren. Und in der Tat hat das auch endlich mal geschafft, das finde ich super. Wäre jetzt natürlich zum Trainieren ganz cool. Sehen wir mal, Leute, ne? Das ist so eine Sache. Ich nehme es mal direkt, ja. Zetef muss da ja auch nochmal reinwechseln, gegebenenfalls. Sind wir da mal gespannt. Ansonsten war jetzt nur Ingrid die Einzige, die leider keine Oberstufenklasse mehr vor dem Timescale erreicht hat. Einfach, wir haben es probiert, aber es ist halt dran gescheitert. Aber kein Problem, jetzt haben wir 100%. Heißt endlich vernünftiger Statboost zu Ingrid und endlich kann sie mal wieder zuhauen, ey. Das ist natürlich schon super. Oh mein Gott. Danke dafür. Holy shit. Guckt euch das an, ey. Ah, es war schon sehr gruselig niedrig auch. Aber höher als das wird's auch nicht mehr. Okay. Sehr, sehr gut. Ja, Lucy kann natürlich Grammarie probieren. Wäre auch noch ganz spitze. Und unten sehen wir gleich mal, ob ich da noch irgendwas ausprobiere. Du hast ja deinen Banditen schon. Da wollen wir später dann nur noch gucken, dass wir auch ja mehr Reitkunst mitnehmen. Denn als Rittmeister mit Schwungattacke, ihr habt es ja schon bei Sylvain gesehen, und Zetef hat noch bessere Werte. Dementsprechend haben wir da natürlich ein wahres Monster von Einheit später. Wenn unser Endset steht, 85% hat Lizzie hier. Das probieren wir selbstverständlich aus. Wunderschön. Hat sie hinbekommen. Das freut mich natürlich sehr. Gibt sogar noch kleinere Boosts. Der Grammar ist durchaus gar nicht so schlecht, was das nochmal betrifft. Dann bist du jetzt quasi auch am Limit. Ich habe sowieso überlegt, ihr noch eine Tempofeder zu geben, denn wir werden zwar nichts großartig doppeln, allerdings macht tatsächlich den Unterschied aus, ob wir gepanzerte Einheiten später doppeln oder nicht. Gegebenenfalls, und dementsprechend könnte die Tempofeder tatsächlich bei Lizzie ganz gut eingesetzt werden. Da hast du nur das Problem, dass diese unglaubliche HP-Sponges, die halten einfach unglaublich viel aus. Die haben zwar keine Resistenz, ja, die sind natürlich schnell weg. Aber auf 0% sind wir wirklich derart langsam, dass schon schwierig würde, die überhaupt outzuspeeden. Gilbert könnte später mal einen Rittmeister noch mitnehmen, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Echt ganz cool, was man hier so an Optionen hat. Ich meine, Alois könnte tendenziell erstmal auch Bandit mitnehmen. Denk bei Alois werde ich jetzt auch mehr wieder auf Faust gehen und so. Faust und Autorität aktuell erstmal. Dann sollten wir da gut was maximieren können. Ich überlege gerade, ob Cyril auch mal den Schützen mitnimmt. Dann wäre er später nämlich präziser. Wir werden ja nie wirklich viel Behendigkeit haben. Dementsprechend kann auch das mal sein, dass wir ihn einfach wieder als Adjutant dabei haben. Dann soll er einfach parallel den Skill irgendwann bekommen. Bei der Mittelstufe geht das ja noch einigermaßen fix, glücklicherweise. Sehr, sehr gut, Leute. Ja, damit sind wir soweit. Gleich gucken wir natürlich nach der Quest. Jetzt erstmal gibt es zwei Supports noch. Beziehungsweise, Moment, ach so, ja stimmt, der ist ja gelockt. Und das andere ist S, was man hier sonst so sieht. Alles klar. Mit Ash. Ein sympathischer Typ, der ein bisschen zu sehr Ritter glorifiziert. Aber okay. Actually, I ran into that thief while I was shopping just now. Aha. Was denn passiert? Maybe you don't remember. It's been quite a while. The man who stole the book from that market stall. I saw him on the street with his kid. They were both so grateful. It's a really nice feeling. Okay, well, dann ist alles prima gelaufen. Yeah, but... It did seem like they were still having trouble getting by. I guess what you said to me back then was right. My actions didn't really solve the problem.
I can't help everyone, no matter how much I try. If I had the money or power, maybe. But I don't. You know, a long time ago, Lenato said nearly the same thing to me. I think it was when I tried to look after the horses all on my own. I really messed that up. He said, "You're not quite ready for this yet, but there's no need to rush. I know I can't help very many people right now. But I think doing what I can for those I see in front of me is still worthwhile. I have to believe that, at least." Genau, das finde ich auch gut so. Das sieht ja ähnlich, das ist eine gute Sichtweise. Thanks. That's reassuring to hear. What about you, Professor? Has anything been troubling you lately? I'd be happy to help, as long as it's not looking after horses. You might not also want to trust me with that. Also weißt du, Ash, deine Performance macht mir so ein bisschen Sorgen, so deine Stärke und noch ein paar andere Sachen. Dein Personal Skill macht mir sehr große Sorgen, Ash. Also, da können wir mal jetzt einfach drüber reden unter vier Augen so. Ja, da gibt es schon so ein bisschen Spielraum, ne? Wieso sehe ich so aus, als hätte ich Sorgen? Ja, hallo? Geht's noch? I genuinely enjoy helping people. It's a great feeling making someone smile. So if there's anything I can do for you, I want to do it, because I care about you. Oh mein Gott, was ist das für eine Ach Gott. Den du so sehr magst, du bist so ein lieber Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vor allem lieber Junge. Wie alt ist Ash jetzt gerade? Ich müsste gleich mal nachgucken. Uff. I do. It's probably because you remind me so much of Lenato. So what'll it be? How can I help? Kannst du mir beim Kochen helfen? Genau. Machen wir mal einen Kaffee, Ash. Of course. I'd be glad to cook with you. Praktikant Ash zur Stelle. Wie war es noch gleich? Moment, ich muss tatsächlich mal kurz nachschauen. 22. So ein lieber Junge, okay. Alles klar, gut. Zur Kenntnis genommen. Wir machen hier mal weiter. Oh, hi Professor. Oje, was ist denn hier los? Ist ja ungewohnt, dass Annette mal so ein bisschen niedergeschlagen ist. Do you remember what we talked about before? About doing my best to not do my best? Annette, du gibst schon dein Bestes. Du bist ultimativ. I've been pretty busy recently, and despite my best efforts, I've been trying way too hard. I was busy all day yesterday with training and work. I just couldn't help myself. That's why I decided to take a day off today. It's just, now that I have a day off, I don't know what to do with myself. Please, you have to help me. What should I do? Leg dich schlafen. Nichts. Wow. Einfach diese Ausrufesätze hier. Meine Güte. Was ich übrigens witzig finde bei Annette. Ich meine, die letzte Performance hat man ja deutlich gesehen. Das Tier listen ganz gerne. Also viele Leute neigen dazu, Annette etwas niedrig einzustufen. Etwas zu niedrig, um ehrlich zu sein. Ich meine, Rallying ist natürlich auf 0% sowieso absolut wichtig. Das ist halt mega, was du damit rausholen kannst. Denke aber, selbst im normalen Extreme-Run ist Rallying eine ziemlich nette Alternative, die gerne mal ein bisschen unterschätzt wird. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Ich meine, sie hat wirklich gute Spell-Listen. Ich meine, ja. Okay, ich meine, die Glaubensliste ist jetzt nicht so krass, aber es reicht, man ist schnell bei Erholung angekommen, konzentriert sich auf andere Dinge. Und ich finde Annette wirklich super, muss ich sagen. Ich meine, 0% Annette geht ja auch schon mächtig ab. Da sieht man mal, wie viel Potenzial da verborgen liegt. Und das kleine bisschen Utility, was noch dazukommt über die Rallies, ist da schon ein schickes Extra oben drauf. Und nicht vergessen, sie hat auf A Excalibur. Ich mag Excalibur unglaublich gerne, weil es einfach ein richtiges Tool ist, um Flieger nochmal zu vernichten. Ist großartig. Ein Spell mit Effektivität zusätzlich. Sind also sehr präzise Zauber. Ich mag generell Windmagie ganz gerne, was das betrifft. So auf Präzision und Crits viel ausgelegt. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne sie machen würde.
Also ich meine wirklich, dass die hat komplett gecarried beim letzten Mal, dass sie einfach Leute one-shotten konnte dort nach einem Timeskip auf 0%. Insane. Vor allem sie ist ja nicht mal in Grimory reingewechselt, ne? Sie ist nur auf Hexer. Aber es würde an Magiewert selbst nichts ändern, aber trotzdem. Ich finde das sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und eine etwas unterschätzte Einheit. Ich meine, klar, die Spellos ist jetzt nicht mit Lissy vergleichbar, aber da hängt ungefähr alles hinterher im Spiel. Lynard hat noch eine fantastische Spelllist, aber ich finde Annette doch wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Aber gut, wie auch immer. I can't relax if I'm doing nothing. I need something to keep me occupied or I'll go nuts. I'm sorry, but I don't think I'm cut out for not doing my best. Oh! You're a professor. You must know some secret technique for deep relaxation, right? If you do, please teach me. I'm begging you. I'm at my wit's end. Entspannung. Wir spielen jetzt mal eine Runde Animal Crossing. Das ist perfekt. Kommt ja auch bald wieder raus. Oh, ich freue mich so drauf. Naja. Iss was Süßes, trink eine Tasse Tee. Ach Gott. Immer diese generischen Vorschläge. I'll try that right now. Mm, this candy is so sweet and delicious. And it goes so well with piping hot tea. Ooh, and speaking of the tea, your brewing skills are incredible. I'd love to be able to make such nice tea, but... Oh, Professor, will you teach me how to brew tea like this? I'll do my best to learn, and then I'll make delicious tea for you as thanks. Okay, ich glaube, der Kessel könnte dabei explodieren, aber... von mir aus. Oh, sorry. Back to my old tricks, it seems. So, why is it so difficult to not do my best? I try and try to not try, but it just doesn't work. Professor? Die Boxen sind echt sehr generisch diesmal. Sei einfach du selbst. Doing nothing is just not my style. Super Standardspruch. To be myself, I've got to do my best every day. Richtig so. Okay. Then you really must teach me how to make such delicious tea. You will, won't you? Please. Oh, and also, well, thank you. You've listened to me and helped me face my troubles. Now I feel like I can talk to you about anything. Honestly, I wish we could go on drinking tea like this forever. Immer diese A-Supports bei Byleth. Aber ja, ich meine, Annette ist schon irgendwie sehr cute, aber... Charaktertiefe weiß ich noch nicht so wirklich. Es fehlen noch einige A-Supports. Sie hat anscheinend wirklich viele A-Plus-Supports hier. Es gab noch nichts, was so richtig tiefgründig war. Das mit Gilbert ist noch einigermaßen spannend zumindest. Das scheint sich dann auch noch zu lohnen, aber ja. Schon so ein bisschen etwas unscheinbarer Charakter. Macht man, glaube ich, mehr wegen Design, vielleicht wegen der Stimme dahinter etc., glaube ich. Weiß nicht. Gibt ja so, schon so ein paar Charaktere. Weiß nicht. Speziell in Three Houses haben wir sowieso einen sehr starken Cast. Es gibt wenige, die dann wirklich nur durch Design oder weil man die Art mag überzeugen können. Dann haben wir jetzt zum Beispiel den Raphael. Ich meine, Tiefgründigkeit gleich null. Gibt aber auch Menschen, die mögen das. Also. Und letztendlich ist ein vielseitiger Cast sowieso das Beste. Und generell bin ich wirklich zufrieden. Three Houses ist schon ganz toll von den Charakteren. Aber wir können kämpfen und haben anscheinend eine neue Nebenmission. Annette und Gilbert hoffen, das Heroenrelikt von Haus Dominique von Annettes Onkel Baron Dominique zu bekommen. Oh, Moment mal, das heißt, wir gehen nach Westen in dieses Territorium. Okay, das könnte tatsächlich recht spannend werden. Ich weiß, vielleicht ändert sich das ja jetzt, dass Annette auf einmal spannend wird. Und anscheinend haben wir noch zwei Quests. Das passt dann ja perfekt. Die roten Ausrufezeichen sind eh nicht mehr wichtig. Wir haben alle wichtigen Rostwaffen schon bekommen. Und die Handschuhe brauchst du nicht. Die sind wirklich Trash. Also Dracheneffektivität ist halt Bullshit, wenn du so wenig Kraft in der Waffe hast. Rechnet sich einfach nicht richtig hoch. Und ist sowieso sehr situationsbedingt mit den Drachen. Aber... cool, eine Nebenmission. Irgendwer meinte auch mal, dass die total schwer sein soll. Da bin ich ja mal gespannt.
dann freue ich mich da besonders drauf. Ach ja, und bevor wir der Mission dann beginnen, dann werde ich nochmal kurz Dead Booster verteilen. Wir haben noch so viele und das sollten wir jetzt wirklich nochmal machen. Fotlands Fähnchen im Wind. Professor, do you have a moment? Natürlich. I would hear your opinion on our situation. Given our current fighting power, what sort of challenge do you expect we pose to the Empire? Do we have any hope of victory? Wir müssen uns besser vorbereiten. Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges ist gering. Kann jetzt nicht den krassen Motivation-Speech hier raushauen. Wir müssen uns besser vorbereiten. So, we agree. However, in order to strengthen our forces, we... Why would anyone put a barrel here? Oh, that really smarts. Oh, hello, father. Autsch, das war wirklich elegant. Okay. Dass sie reinblickt. Das ist ein bisschen wehleidig, weiß auch nicht. Another stupendous fall. As though you care about my well-being. Anyway, Professor, I'm heading out for a bit. I was thinking of going to visit my uncle. To see my brother? Why is that, Annette? I want to ask him to entrust me with the hero's relic of House Dominic. The fight from here on out is gonna be tough. I need to do whatever I can to get stronger. The best thing we can do, as far as I can tell, is to have another hero's relic at our disposal. You are not wrong, yet it will not be easy. Under pressure from Cornelia, House Dominic is maintaining a pro-imperial stance. That makes us his enemy. Brother or no, he will not hand over a hero's relic to us. But he's not a bad person, and we'll never know unless we ask, right? And Mother might be there too. Klingt ein bisschen naiv, aber ein Versuch. The Dominic region is at present enemy territory. There is no guarantee you can see them safely. Fine, be that way. It's not like I was planning to ask for your help anyway. Professor, don't worry about me. I'll be back soon, and with a relic no less. Annette, wait! She never listens. So frustrating. However, if she were able to retrieve the hero's relic, it would prove a great boon to our forces. Sofort Perhaps her damit. I should prepare myself for the worst. I shall travel with Annette. To see my brother. Professor, might I ask you to take on a task for me? Da sind wir It is entirely dabei. Possible that we shall be captured in the Dominic region. In anticipation of that, I would ask that you wait outside of the region with an army at your command. Ja, klar, natürlich. Da sind wir, wie gesagt, dabei. Ist der Familienstreit irgendwie. Bin ich mal gespannt, was da wirklich dahinter steckt. Also was nun letztendlich die Beweggründe von Gilbert sind, sich so zu verhalten. I cannot say with confidence that we will be able to bring back the hero's relic without issue. While it pains me to ask this favor of you, I must also thank you for accepting. Alright, bin mal sehr gespannt. Soll ja eine schwere Mission sein, wie mir zumindest gesagt wurde, aber das will ich natürlich selbst sehen. Und letztendlich können wir eigentlich inzwischen auch alle Missionen relativ schnell abschließen, gegebenenfalls, falls sich schnelle Möglichkeiten offenbaren sollten. Denn wir sind mit Oberstufenwerten meistens ausgemaxt. Es ist sehr selten, dass Ultima-Stufen uns noch irgendwelche Boosts bescheren, die sinnvoll wären. Kommt kaum vor wahrscheinlich. Okay, es ist auf jeden Fall randvoll, die Karte. Und wir haben die krassen Maddening-Schwertmeister jetzt endlich. Oh, Backe. Fürstentum Fergus. Das alte Bladed-Gebiet nach der Kapitulation vor dem Kaiserreich umbenannt. Okay. Ja, gut, ich meine, Maddening-Schwertmeister sind halt schon echt bitterböse. Finde ich sogar die Krieger relativ harmlos. Sie kommen zwar auf eine satte Crit-Rate und so, aber... Diese Geschwindigkeit immer. Oh mein Gott. Ah, Sniper sind wenigstens langsam, nur Vantage kann mal nerven, aber das ist auch wieder situationsbedingt ein Problem nur.
denke mal nicht, dass wir uns hier wirklich einen großen Kopf machen müssen, oder? Ich denke, das geht einigermaßen. Ich sehe nämlich sehr viele gepanzerte Leute. Ja, die sind jetzt schon mal auf 11 Speed nämlich, genau. Und da wird es dann langsam so problematisch dahingehend, dass der sehr viele KP haben und man trotzdem noch durchkommen will. Baron Dominique. Das ist also der Boss hier. Hat er noch irgendwas Außergewöhnliches? Oh, der hat ein Bataillon dabei, hält ganz gut was aus. Passt. Ach, wir haben anscheinend auch Gegenstände. Wartet mal. Oh, ein Speer. Den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Oh, okay. Das ist natürlich auch nervig, dass wir unten starten. Nicht gerade cool. Gibt's sonst noch Gegenstände? Weil so ein Speer... Ach, da oben ist noch einer, ne? Ein Onyx-Perl. Okay, das ist ein Stat-Booster. Dann will ich den ganz gerne haben. Stat-Booster wollen wir natürlich bekommen, ganz klar. Die sind in dem Run essentiell. Na gut. Lass mal sehen, wie wir das dann am geschicktesten lösen wollen. Oh, es ist tatsächlich eine Kommandant-Besiegen-Mission. Naja, wenn ich so darüber nachdenke, wir haben inzwischen natürlich ein neues Bataillon, nämlich die Blaue Löwen-Tanzgruppe, die einfach 4 Leute refreshen kann insgesamt, beziehungsweise 3, weil bei dem Range muss man ja immer ein Feld quasi besetzen, wenn man sich hinstellt. Aber ja, ist natürlich unglaublich mächtig. Ich überlege gerade... Das könnte halt echt möglich sein sogar. Also ich sehe tatsächlich die Möglichkeit, eventuell mit schnellen Schritt, dadurch, dass wir mehrere Warp-Anwender haben inzwischen, dadurch, dass wir 2-mal refreshen können und so weiter, sollten unsere Chancen dahingehend echt gar nicht mal so schlecht sein. Ich glaube, es gibt eine realistische Chance, dass man das Ding eventuell ein bis zwei Zügen auch durchbekommt. Du hast jetzt keinen Schutz, oder? Nö, wenn wir effektiv Schaden reindrücken können, ist das bestimmt kein Problem. Das könnte jemand schaffen, denke ich. Das könnte in der Tat jemand hinbekommen. Aber da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Mach ich mal meine Vorbereitung, dann sehen wir mal, wie wir das lösen wollen. Da ich die Onyx-Perle auch bekommen möchte, denke ich mal schon, dass es eventuell ein paar Züge mehr beansprucht. Aber mal gucken. Lasst mich einfach kalkulieren und wir sehen uns gleich wieder. Und damit wären die Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt habe ich Lucy noch die Tempofeder gegeben und die Windruferstiefel gingen tatsächlich jetzt an Dimitri, habe ich beschlossen. Das halte ich für eine gute Idee, da einfach Dimitris Strategie so gut funktioniert und es nie verkehrt ist, wenn man schnell die Front erreicht. So. Normal mache ich das ganz gerne auf Tänzern. Was immer eine sehr gute Möglichkeit darstellt. Also damit macht man nie was verkehrt. Ich denke jetzt speziell hier auf der Route so, ist auch Dimitri nicht das schlechteste Ziel. Und bevor ich es vergesse, mit Setup habe ich schon was vor. Allerdings, ich hätte ganz gern noch irgendwelche Alternativen. Deswegen kriegst du mal kurz noch Luin eingepackt oder vielleicht auch hier noch irgendwas. Ja, zum Beispiel Uko und Vasara Axe haut auch rein. Oder ach, die kannst du doch gar nicht tragen. Okay. Wie präzise war die Freikugel? Nur 65. Das können wir uns, glaube ich, sparen. Das ist gut minimal besser als das hier, aber ja. Alles klar, Leute. Wir legen los. Genau, wir müssen nur den Kommandanten besiegen. Das klingt doch gar nicht so schwer. Ich bitte Sie. Please give me the hero's relic. Even in this land, the Empire's eye shines bright. To hand over such a weapon to you, our enemy, is unthinkable. We are well aware. Brother, I beg you, for the sake of the kingdom's revival. I cannot. If it becomes known that I gave you aid, my lands will be annexed in a bitter instant. Then we must relent. Annette, there is nothing for us here. We should go. No. Letting you simply leave will invite accusations of collusion. I must take you as my hostages. So... It has come to pass after all. Annette, live here with me. You needn't return to that helpless band of rebels without a glimmer of hope for victory. You're wrong.
That will never happen, Uncle. Your mother is also here in this land. Do not dismiss my proposition so readily. Oh je, das ist ein böser Streit, ja. Father, we have to run. Jeder hat an sich durchaus Argumente, die man verstehen kann. Ganz, ganz heikle Situation. Aber du kannst gerne an uns glauben. Ich habe schließlich schon eine Strategie mir ausgedacht dafür. Und denke, dass wir das Ganze wunderbar schnell lösen können, wenn alles so läuft, wie ich es geplant habe. Genau, Leute. Legen wir am besten direkt los, würde ich sagen. Und dafür... ja, stellen wir uns hier auf, würde ich sagen. Benutzt mal einen Meisterbogen. Das könnt ihr ihn eventuell auch schon erledigen. Ansonsten haben wir genug Backup hier rumstehen, oder? Wunderschön hast du das gemacht. Ein ganz großes Kino. So, da würde ich fast sagen, als nächstes kommt mal ein Teleporter drauf. Dann kommst du mal darüber, lieber Sylvain. Ausgezeichnet. Ja, im Prinzip würde ich mal sagen, ne? Eigentlich sind wir komplett flexibel. Das ist ja wirklich ein einfacher One-Turn sogar, wenn ich mir das so angucke. Das liegt jetzt aber daran, dass wir halt frisch den Tanz der Göttin haben. Jetzt bin ich präziser, kann nach oben gehen. Das heißt, wir haben sogar Backup und müssen das da oben gar nicht mit Zetterf lösen. Und das halt ausgerechnet, dass er hier direkt hin kann, aber... wir sind halt sowas von flexibel, ist ja überhaupt kein Thema. Ja, theoretisch kann ich hier sogar nochmal refreshen, wenn ich möchte. Hätte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Alois aufstellen können. Kann ich tendenziell immer noch, wenn ich Lucy als Ziel wähle. Dann können wir mich sogar zweimal sammeln. Ja. Ja, ja, genau. Es geht natürlich genauso. Krass. Da kommt er, das erste Mal der Tanz der Göttin. Ultra stark einfach. Unfassbar, Leute. Wie heftig das ist. Aber was du machst, ist eigentlich komplett egal. Okay. Boah, ist ja komplett unproblematisch. Und ich kann hier sogar da drüben auch nochmal tanzen, weil wahrscheinlich reicht ein zweiter Teleport genauso gut aus, ne? Also... ja. Braucht so gesehen... naja, doch, den schnellen Schritt braucht's schon, aber... ja. Right to the last, you hope to strike me down. In that case, I will also leave. Oh, okay. Vielleicht wird's doch nochmal spannend. Das ist gar nicht so einfach. Sehen wir mal. Wo spawnen sie denn? That will make life more difficult. Ach, da. Boah, okay, das geht natürlich. Das ist kein Problem. Ach, das war's schon. Okay, alles klar. Ja, eigentlich ist es besser, wenn ich bei dir sammle. Aber ich meine... ach stimmt, ich habe aber bei dir schon gesammelt. Ja, wir haben sogar den einfach nur noch Backup. Ich kann sogar die Behendigkeit auch nochmal da drüben boosten, wenn wir jetzt gleich da nochmal aktiv sind. Also, da sehe ich überhaupt kein Problem, ne? Das ist ja übelst einfach hier. Ja, danach kann ich den mal reparieren, warum nicht? Bam, so. Eine Onyx-Perle gibt es dafür, die kriegt später Dimitri. Da kann nämlich leider keine T-Stunden mehr mitnehmen, deswegen, ja... ich würde schon ganz gerne seinen Charme nochmal boosten. Oh, so gesehen kann ich jetzt auch nochmal irgendwas, keine Ahnung, mit Zetterf oder so wegräumen, wenn ich Bock drauf habe. So. Just for fun. Keine Ahnung. Du kannst eigentlich mal die Galatea Pegasus-Ritter ein bisschen boosten, wenn wir schon dabei sind. Boah. Wenn ich die Zeit noch effektiv nutzen kann. Klar. Gerne. Witzig, ja. Ist ja richtig witzig. Das ist ja so flexibel, der Hammer. Der absolute Hammer, Leute. Ja, komm, schmeiß ihn nochmal rüber, dann ist er gar erledigt. Behold, the
floppt. Kriegt mal wieder das Bataillon und Level Up hier. Das finde ich nice. Ja, lohnt sich doch. Easy peasy. Du kannst deinen Bogenrang noch kurz hier dran auch aufbauen, wenn du willst. Reicht wahrscheinlich ein Pfeilsturm so, ja. Instant, richtig gut. Und flop. Genau. Boah, dann ist hier Sylvain dran und ich würde mal sagen, ne? Ich habe ja eine Sallanze, ne? Ja. Sieht okay aus. Das ist auch ganz nice. Weißt du was? Vielleicht mache ich das sogar, weil wir haben eigentlich viel mehr Material, um Relikte zu erneuern, als Mithril, was ich sogar noch brauche für Horte, Claire, Granivus etc., um später Optionen zu haben. Also, let's go, oder? I have my own reason for not giving up. The less I speak of it, the better. Ich würde mal sagen, bye bye. Wow. Das war schnell. Cooles Team übrigens. So, this is it. I fought well in the end. I doubt Cornelia will think I cooperated with you. Take the hero's relic and go. And in return, promise to restore the kingdom. Brother, I thank you. Oh, ich hätte unten auch noch mal kurz angreifen können. Kommt mir gerade, ich war fast ein bisschen zu schnell. Naja, egal. Whatever happens, I swear I will protect her. Annette braucht noch ein bisschen Autorität. You had better return to her. Make sure victory is yours, Gustav. You have my word. Das ist eigentlich ein ganz cooles Ende, muss ich sagen. An sich ergibt alles Sinn soweit, ne? Sind halt hin und her gerissen, eine zerrissene Familie. Jeder schützt irgendwas, was ihm wichtig ist. Und die haben jetzt hier keine Wahl, weil das Kaiserreich sich natürlich dazwischen stellen könnte, verstehe ich. Ist nachvollziehbar. Aber ich meine... Ah, Magieakademie, Soldaten, kriegen wir. Prima, das war ja nichts. Das war ja easy peasy. Und wir haben ja auch nicht wirklich was verpasst, ne? Ohne Experte ist dabei. Passt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn nicht für dich. Und dank dir, habe ich das. Der Magic Hammer Crusher, ja. Krass. Es ist eine magische Axt im Übrigen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Muss mal gucken, was er damit machen. Also ich meine, wenn ich das Annette gebe, hat ihr natürlich noch sehr krasse Optionen zusätzlich obendrauf, weil das Ding unglaublich viel Macht hat. Also das dürfte ziemlich reinhauen. Haus Dominic ist eine der 10 großen Blutlinien. Yet within the kingdom, we are mere feudal lords. With the empire growing in strength, Dominic must kneel. To do otherwise would be suicide. The western lords and other rulers are in the same situation. They all comply, albeit reluctantly. If we defeat the Empire, I hope the kingdom will rise once more, under the banner of a legitimate king. I hope so too. That's why we can't give up. To that end, Professor, we will require your help. I hope we can continue depending on you. Natürlich, ich werde tun, was ich kann. We won't make you do all of the hard work by yourself. I'll give it my all too. Speaking of, I'm gonna get straight to training. Yeah! Why would someone put a dumb wooden box here? And please, look after my daughter as well. Das solltest du vor allem auch mal tun, Gilbert, ne? Aber gut, Zerschmetterer, ja. Krasses Teil. 18 Kraft. Wappenträger kann Staubwirbel verwenden. Das ist halt schon irgendwo ziemlich cool, weil Annette hat dadurch noch eine weitere Offensivoption. Andere magische Einheiten natürlich ebenso. Kraft 18 ist ziemlich heftig. Klar, ist natürlich ein Nahkampfangriff, aber ich meine, das macht Annette nochmal besser, weil sie kann natürlich das Combat Art der Waffe triggern. Und da so einen magischen Angriff rauszuhauen mit so einem Relikt ist schon heftig tatsächlich. Und das Schöne ist ja, bei Relikten haben immer Waffenrang E, das heißt, auch da bist du komplett flexibel. Richtig cool eigentlich. Gefällt mir. Ich werde jetzt nur die beiden Quests, denke ich, erledigen. Das bietet sich eben an.
Es wird recht chillig. Oh, hier haben wir einen Kampf in der Wüste. Vielleicht mache ich auch erst den. Ja, wahrscheinlich sowieso nochmal einen Kampf haben oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich werde dann später nur die Wachstumsphase noch mitnehmen. Ja. Genau. So ist der Plan. Weil ein bisschen Agatium... Achso, es ist Banditen, nicht Monster. Stopp, okay, dann ist es egal. Ja. Monsterjagd im Canyon ist dann das hier, aber Monster in der Wüste wäre so das Ausschlaggebende. Das ist so ein bisschen Checkpot. Aber mal gucken. Jedenfalls, der Zerschmetterer ist am Start und das finde ich schon ziemlich cool. Ich glaube, man kann jetzt das Combat Art hier nicht direkt sehen. Ich lege es mal ins Inventar rein. Weil ich glaube, es wird da nicht automatisch angezeigt, oder? Wie war denn das nochmal? Das finde ich immer ein bisschen schade. Also das siehst du hier tatsächlich nicht in der Übersicht. Warum auch immer. Das siehst du dann nur auf der Karte, wenn du schon platziert bist. Autorität kommt noch auf S hoch und dann wird es auch lustig. Dann können wir Movement sammeln. Oh Baby, das wird legendär. Aber wir sind hier fertig. Ja, einfache Mission. Ich meine, was will man noch mehr, ne? Wir haben alles, was es zu holen gibt. Bis auf den Speer und niemand braucht Two-Range-Lanzen. Die sind im Spiel einfach viel zu hart genervt. Nimmst du lieber einen Bogen mit und gut aus, ne? Bis zum nächsten Mal.